Liebe Innsbruckerinnen und Innsbrucker, am 6. Mai geht es um die Zukunft unserer schönen Stadt Innsbruck. Die Frau Zach hat einmal gesagt, als Bürgermeisterin, der grüne Willi ist unfair und Innsbruck würde ihr leid tun, wenn damals schon Willi Bürgermeister geworden wäre, was er Gott sei Dank nicht geworden ist. Das heißt, der Herr Willi ist nicht ein Brückenbauer, sondern er ist ein Mauerbauer. Das heißt, er grenzt wissentlich über 20% der zur Wahl gegangenen Innsbruckerinnen und Innsbrucker aus. Und das sind die freiheitlichen Wähler. Der Herr Willi will mehr zubetonieren. Er will mehr Flüchtlinge in der Stadt haben. Er will Sozialwohnungen bauen. Er spricht von 8.000 bis 10.000 in den nächsten Jahren. Das heißt, noch mehr unkontrollierter Zuzug, ein Bettler-Eldorado in dieser Stadt, liebe Innsbrucker und Innsbrucker, werden wir uns dann nicht mehr wohlfühlen. Und ich bitte Sie und ich ersuche Sie und ich weiß, es ist oft sehr schwierig für viele, das Kreuzel dort zu machen, wo sie es vorher nicht gemacht haben. Aber es ist die einzige Möglichkeit, diese linke Partie, ich sage es ganz offen, diese linke Partie, weil Sie müssen sich nur anschauen, was hinter dem Willi am Wahlzettel oben steht, da wird einem schlecht, zu verhindern. Bitte gehen Sie wählen und verhindern Sie einen linken, extrem linken Bürgermeister mit seiner extrem linken Liste. Ich danke Ihnen jetzt schon.